In der Nacht des 5. März 1953 verkündet die sowjetische Presse, um 21.30 Uhr ist der Präsident des Ministerrates und Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der UdSSR, Josef Stalin, nach schwerer Krankheit verstorben. Die Todesnachricht löst starke Reaktionen aus. Noch in der Nacht versammeln sich riesige Menschenmengen, um von dem Diktator Abschied zu nehmen. Auch wenn immer häufiger Berichte über blutige Säuberungen und politische Morde unter seiner Herrschaft auftauchen, endet der exzessive Personenkult um Stalin erst mit dem Auftreten seines Nachfolgers Chruschtschow auf dem 20. Parteitag 1956. Chruschtschow verließ drei Jahre nach Stalins Tod eine lange Liste von Beschuldigungen gegen seinen Vorgänger, die unter anderem die Vorwürfe der Verhaftung von Millionen unschuldiger Menschen, der Massendeportation, der Ermordung führender Parteigenossen und der Hinrichtung von aufrichtigen Kommunisten ohne Prozess enthält. Mit großer Betroffenheit hören die Delegierten die Worte Chruschtschows über Stalin. Josef Djugaschwili, wie er eigentlich heißt, ist 1879 als Sohn eines trunksüchtigen Schusters und einer Waschfrau in Gori in Georgien geboren. 1899 wird er wegen revolutionärer Umtriebe aus dem Priesterseminar in Tiflis ausgeschlossen und schließt sich der bolschewistischen Geheimorganisation an. Unter dem Decknamen Koba ist er als Untergrundkämpfer tätig. Den bezeichnenden Namen Stalin, der Stählerne, gibt er sich erst während seines Aufstieges als Parteifunktionär. Nach der geglückten Revolution übernimmt Stalin wichtige Aufgaben. 1917 gründet er das Parteiorgan Pravda und wird Volkskommissar für Nationalitätenfragen. In seinem Testament warnt der Staatsführer Lenin vor der Gewalttätigkeit und dem Machthunger Stalins. Diesem gelingt es jedoch in der Schlüsselposition als Generalsekretär des Zentralkomitees, Schritt für Schritt alle Hindernisse zwischen ihm und der Alleinherrschaft zu beseitigen. Seine gewaltsame Umwandlung des Bauernstaates in eine Industrienation mit 5-Jahresplänen kostet Millionen Bauern und Arbeitern das Leben. Mit willkürlichen Schauprozessen und Säuberungskampagnen beseitigt Stalin jede politische und intellektuelle Opposition. Er schaltet auch seine Konkurrenten Trotzki, Sinojew, Kamenew und Bucharin gewaltsam aus. Am Beginn des Zweiten Weltkrieges versucht der Kreml-Chef, sich mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt gegen Hitlers Expansionspolitik abzusichern und gleichzeitig freie Hand für die Annexion Polens zu bekommen. Seinen größten Erfolg hat der Diktator jedoch bei den Verhandlungen der Alliierten zu Kriegsende. Es gelingt Stalin, seine Interessen gegenüber dem todkranken US-Präsidenten Roosevelt und dem eigentlich machtlosen englischen Premierminister Churchill voll durchzusetzen. Das kommunistische Lager expandiert ständig. Auch die Staaten Polen und Tschechoslowakei, für deren Freiheit der Krieg immerhin ausgebrochen war, fallen unter sowjetische Abhängigkeit. Während der Zeit der Entstalinisierung erfährt die Weltöffentlichkeit von zahlreichen Gräueltaten, die unter dem Regime des rücksichtslosen Diktators verübt worden sind. Am anschaulichsten wohl im Werk des Schriftstellers Alexander Solschinizin, der in seiner Schilderung der Schrecken im Archipel Gulag versichert, dass Stalin den Tod von 60 Millionen Menschen verschuldet hat.